Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten CSGO Skin Giveaway. Die Giveaways werden so wie versprochen einfach jetzt immer weitergeführt. Ne? Wenn eins fertig ist, beginnt das nächste. So, aktuell gibt es eine USPS Orion für euch zu gewinnen. Mit dem Nametag Hephaestus. Hephaestus oder so. Den habe ich aber nicht drauf gemacht. Im Hintergrund gibt es wieder ein kleines Arms Race für euch zu sehen. Und ich erinnere direkt an den Livestream, der jetzt ja heute wieder um 18 Uhr stattfindet. Heute 18 Uhr, Livestream auf Twitch, kommt dazu. Dieses Giveaway funktioniert so wie alle anderen Giveaways bei mir auch, einfach über Aktivität. Das heißt, wenn ihr hier aktiv seid, also die Videos schaut und kommentiert und wenn ihr wollt, noch bewertet, seid ihr im aktiven Pool und könnt gewinnen. Wenn ihr nicht aktiv seid, könnt ihr nicht gewinnen. Wer Aktivität nur vorgaukelt, also unter jedes Video den gleichen Kommentar schreibt, hey oder haha, kann natürlich auch nicht gewinnen. Dieses Giveaway läuft auch wieder 10 Tage. In diesen 10 Tagen könnt ihr halt beweisen, wie aktiv ihr seid und schon ist es rum und der Gewinner wird genannt in irgendeinem Video, das nach diesen 10 Tagen kommt. Auch Nicht-Abonnenten können ja gerne mitmachen, beziehungsweise ich schlage auch jedem, der mich nicht abonniert hat oder noch nicht abonniert hat, vor, dass das jetzt nicht einfach nur wegen dem Giveaway macht, sondern sich halt mit den Videos auseinandersetzt und wenn die einem gefallen, dann kann man ja abonnieren. Man muss aber nicht. Also ich checke nicht bei den Gewinnern, ob das jetzt ein Abonnent ist oder nicht. Also das ist irrelevant. Die Aktivität ist das, was zählt und die kann man auch als Nicht-Abonnent machen, haben, wie auch immer. Wie man sehen kann, sind die neuen Kopfhörer auch da. Die sind echt edel. Ich habe auch ein Unboxing schon gemacht, also aufgenommen, aber noch nicht hochgeladen, beziehungsweise auch noch nicht bearbeitet. Das wird dann die Tage kommen zu diesen neuen Kopfhörern. Ja, auch mit so einem kleinen Bericht, wie es halt für mich jetzt so die ersten paar Tage ist oder war. Ich kann euch schon mal ein bisschen spoilern. So sind sie. Hier noch ein paar Worte an die ganz Neuen, die frisch dazugestoßen sind. Diese Giveaways werden, wie gesagt, immer fortgesetzt. Also wenn diese Orion durch ist in 10 Tagen, kommt dann das nächste Giveaway und so weiter und so fort. Die Skins sind, weil das auch immer wieder gefragt wird, Geschenke, die ich erhalte von meiner Community oder von meinen Partnern. Wobei der Community-Anteil viel, viel größer ist. Also ich bekomme 95% der Skins von meiner Community geschenkt, um die Sachen weiter zu verschenken oder eben um sie zu spielen. Viele finden das toll, dass ich so viele Giveaways mache und sehen eben darin auch dann eine Möglichkeit, mir etwas zu geben, das ich wiederum der Community geben kann. Darum achten wir auch sehr darauf, dass es eben nicht an irgendwelche Skin-Geier geht. Deswegen auch diese Aktivitätsgeschichte. Ja, so wer Aktivität ist und somit auch den Kanal so ein bisschen unterstützt und damit auch wiederum die Community unterstützt, der darf teilhaben und der Rest, der einfach nur, ich geier mal schnell was ab, hat halt verkackt. Also, ich denke auch vollkommen zu Recht. Die Giveaways auf Twitch laufen ähnlich. Durch Aktivität erhaltet ihr da eine Stream-Währung, also die Bubble-Dollar, die bekommt ihr einfach, wenn ihr schaut. Und damit könnt ihr an diesen täglichen, beziehungsweise streamlichen, ich streame halt dreimal die Woche, aber in jedem Stream gibt es ein Giveaway. Was ist das dann? Streamlich, nicht täglich, ne? Ja. An den streamlichen Giveaways kann man dann daran teilnehmen. Es gibt aber auch große Sachen, die nur an Subscriber rausgehen. Das sind aber halt keine Giveaways, sondern einfach Geschenke, die halt dann an Subs rausgehen. Ja, also. Bei den ganz großen Sachen, also bei Knives, Handschuhen und so weiter, ist es eh oft so, dass es mir halt jemand schenkt und sagt, hey, gib das an deine Subs, an irgendeinen von deinen Subs. Ne? Deswegen gibt es eben auch diese Only-Sub-Giveaways, aber auch Giveaways für alle. Damit halt keiner zu kurz kommt. Fewer Games, also zusammen spielen, mit mir spielen, ist auch immer wieder ein Thema, wird immer wieder gefragt. In den Livestreams kann man mit mir zusammen spielen. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Und da spielen wir Counter-Strike, da spielen wir Apex, da spielen wir jetzt hoffentlich am Freitag wieder GTA. TTT natürlich, Minecraft, Scum und so weiter und so fort. Es gibt viel zu tun. Macht's gut, bis gleich vielleicht, wenn ihr in den Stream kommt oder eben bis morgen im nächsten Video. Ciao, ciao.